Edel. Meine magischen. Geh mir nicht auf die Nerven. So, Brief des Meisters. Nehme ich mal. Ich bin der beste Schmied, weit und breit. Und halt, veredeln. Hey, geh mir nicht auf die Nerven. Nee, so. Und so. Na, mal gucken, ich habe noch nie was veredelt. Ich konnte das Item nicht veredeln. Oh, schade. Nicht jeder kann ein Schmied werden. 60 bis 7. Ach ne, Ruhmapaps Kristall. Ich dachte, das wäre jetzt so zum Verbessern da. Na gut, geht's mal ab ins Geheimdokument. Und kämpfe ich dann kämpfe halt gegen ein paar Monster. Oder ich mach halt nochmal die alten Quests. Gegen die Blaumuskknolle und sowas. Ja, ich glaube, ich mach die da. Ist zwar jetzt mühselig, das alles nochmal zu machen. Rekrutenmann, alle zu mir! Vor allem, da es dann nicht ganz so viele Punkte gibt, also EP, aber ich meine, wir kriegen ja das Dreifache und da lohnt sich das dann vielleicht doch ein bisschen zumindest. Nicht doll, aber ein bisschen. Hey, geh mir nicht auf die Nerven! Hab ich eigentlich nicht vor, aber ich muss ja immer ab und zu mal zu dir zu kommen. Mal sehen, ich hoffe, es ruft nicht noch einer an. Das wäre ein bisschen uncool. So, na dann. Auf geht's, du und ich. Das Ergebnis heißt ich. Und davon nein. Und es gibt ja auch noch einen Vorteil, wenn man Dauerquests macht, die unter seinem Level liegen. Also ich weiß es nicht selber, kann ich es nicht so wirklich beurteilen, aber Alter, die Musik, die ist so laut. Moment, die müssen wir natürlich. Obwohl, ich drehe mal die Gesamtlautstärke ein bisschen runter. Hallo? Du solltest die Gesamtlautstärke ein bisschen runterdrehen. Und da habe ich auch gerade einen netten Brief bekommen. Ja, aber der muss gerade mal warten, oder? Oder auch nicht? Doch, der muss gerade mal warten. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt, aber ihr dürftet eigentlich. Ich meine, ich drehe das Ganze ja dann sowieso nochmal im Nachbearbeiten hoch. Also da dürftet ihr so noch ein bisschen Musik hören, aber ich finde, das ist so laut bei mir hier auf dem Kopfhörer, das geht gar nicht. Ja, aber was ich eigentlich vorhin sagen wollte, habe ich schon bei verschiedenen Cheats und Tipps und so gelesen. Sollte man eher sagen, Tipps, Cheats gibt's ja keine, zumindest so wie ich das weiß. Und ich werde eigentlich auch nie sowas ausnutzen, weil das eigentlich gegenüber den anderen Spielern total unfair wäre. Ich werde auch mich nicht irgendwie auf die Suche danach geben. Aber was ich sagen wollte, habe ich eben gelesen, dass wenn man Quests macht, niedrigere Dauerquests macht, als eigentlich seinem Level nach möglich, dass man da mehr bessere Gegenstände und mehr Geld abgreifen kann. Habe ich gehört. Weiß ich jetzt nicht, ob das dann so wirklich stimmt. Ich geh erstmal hoch, vielleicht kann ich da das schöne Brieflein hier lesen. Umhang, Pirat, Rüstung 5. Gibt er mir nochmal zusätzlich Rüstung? Cool. Das finde ich ja praktisch nochmal. Zusätzlich 5 Verteidigungen. Steht zwar nicht so wirklich auf Piraten, aber 5 Magie und 5 normale Verteidigung. Besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen. Finde ich jetzt. So, also ich werde natürlich hier das Event wieder voll ausnutzen, also zumindest versuchen. Ich weiß es nicht, ob es noch irgendwelche Störungen und Unterbrechungen gibt. Also zumindest werde ich es versuchen voll auszunutzen. Ob es im Endeffekt jedoch klappt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, das Event läuft jetzt schon eine Stunde und im Endeffekt
mit Störung und so weiter, da ich ja auch später angefangen habe, konnte ich vielleicht eine halbe Stunde spielen. Das lag aber daran, dass ich einfach, dass die heutige YouTube-Folge einfach länger, erstens habe ich später angefangen zu laden, na gut, was heißt heutige, die ist vielleicht vor 2 Wochen oder so raus. Also an dem XP-Event, was ich heute spiele. Genau, es ist vor 2 Wochen oder so, ist die dann raus und ja, die Folge hat einfach, erstens habe ich sie später hochgeladen und dann hat sie länger gedauert und während die hochgeladen hat, wollte ich einfach nicht spielen, denn ich glaube, das kommt einfach nicht so gut, da sich ja dann die Datenübertragung vom Spiel verzögert, dass ich ja den Upload mit YouTube teilen muss und das denke ich, dass das bestimmt nicht so eine gute Idee ist. Also während ich das jetzt hier spiele, also während dieses XP-Event, während der Aufnahmesession, ist die Folge 71, habe ich dann auf YouTube vom Let's Play in Derion, habe ich die Folge 71 hochgeladen. Welche Folge nun genau das wird, kann ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht genau. Aber also in Vorproduktion habe ich jetzt schon mal bis Folge, oh Gott, jetzt muss ich mal schnell nachgucken. Ich glaube bis Folge 81 dürfte in Vorproduktion sein und ich bin jetzt durch die ganzen Unterbrechungen und so weiter, bin ich nicht mehr wirklich auf dem Laufenden, ob das jetzt schon die erste oder zweite Folge seit der hier das XP-Event-Tages ist, da ja die Unterbrechung mit dem Telefon dazu gekommen ist, ihr das jetzt so wie ich es jetzt habe, das Telefongeräusch gehört. Ich kann noch nicht sagen, ob ich es rausnehme oder einfach als Gag drinnen lasse. Ich meine, ich habe ja auch gesagt, dass ich das andere nachvertonen werde, wo ich da nicht allzu viel gesprochen habe. Im Endeffekt habe ich es dann doch nicht gemacht. Warum kann ich euch jetzt auch nicht sagen? Zum einen vielleicht der Lust wegen, weil ich nicht so wirklich Lust hatte und zum anderen habe ich gesagt, ach, ich will authentisch wirken und ich mache mir schon einen Haufen Arbeit mit der Nachbearbeitung, das Umskalieren und so weiter, Filter und so drauflegen, dann nochmal extra besprechen, das wirkt dann irgendwann auch irgendwie auch nicht mehr authentisch. Ich will ja, also zumindest wenn ich spiele, das Gequatsche, wenn ich Spiele aufnehme und wenn man das im Nachhinein aufnimmt, weiß man auch gar nicht mehr so wirklich, was man gemacht hat. Ihr kennt das ja, dass ich dann immer erstmal mich so ein bisschen, wenn ich eine neue Aufnahme starte, mich erst so ein bisschen orientieren muss, überlegen muss, was habe ich zuletzt gemacht und ja, genau. Ja, und genauso wäre das dann mit einer Nachsynchronisation. Dass ich mich dann in dem Falle auch erst mal wieder orientieren müsste. Hallo. So, trete ich schon den Rückweg an? Nee, noch nicht. Meine Lebenspunkte sehen ganz schön bedrohlich aus, würde ich mal sagen. Na, dazu, um das alles zu verstärken, zu verbessern, habe ich ja hier die ganzen Defensivzauber. Jetzt kann ich die Mana-Fiole hier wieder raus schmeißen und das brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. Die Bewegungsgeschwindigkeit reduzieren habe ich ein paar Mal benutzt, fand ich auch sehr nützlich. Mal sehen, ob ich den jetzt rausrauben kann, ohne dass der Angriff da angerannt kommt. Jawohl. Und dann trete ich jetzt mal wieder einen strategischen, nein, kein strategischer, aber einen Rückzug an. Man muss sich ja nicht weiter in die Höhle des Löwen vorwagen, als unbedingt notwendig. Ja, was willst du hier jetzt? Ich habe hier also überhaupt keine Lust. Ach, und auf dich auch nicht. Ich hoffe, du verreckst. Nein, den anderen wollte ich. Und habe ich den hier schon ausgenommen? Ja, jetzt kann ich den hier ausnehmen. Oh, ach, genau. Warum habe ich hier eigentlich Ohrring? Halskette, Halskette, Ring, Ohrring. So, na dann schlafe ich mich mal hier durch.
Ach nee, ich muss ja hier gar nicht mehr die. Oder muss ich hier noch die Kämpfer? Nee, die Daumus Kämpfer muss ich ja gar nicht mehr machen. Wie bin ich eigentlich auf die gekommen, dass ich die noch mal machen muss? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Weil ich ja noch in die Sachen, die ich jetzt hochlade. Weil ich in den Sachen, die ich gerade hochlade, bin ich, glaube ich, dabei. So, na denne. Hallo, och Mann. Ah, jetzt. Und kommt schön angerannt und Tschüssikowski. Den raube ich mal noch aus. Als mich direkt ausrauben. Oder eigentlich ist es schon, ich meine, erst töten wir ihn und dann rauben wir ihn an. Raub mit Mord. Wie viele Jahre Haft gibt es? Obwohl, es ist ja kein vorsätzlicher Mord, oder? Doch, wir werden beauftragt, die zu töten. Also es ist vorsätzlich, beziehungsweise bei manchen eigentlich nur im Affekt. Das war jetzt ein vorsätzlicher Mord. Den, das hier ist auch ein Mord mit Vorsatz. Und wir setzen eine Planung voraus. Bei dem hier auch. Mord mit Vorsatz. Und bei dem anderen, nee, es ist jetzt auch keine Notwehr. Denn, den kann ich jetzt gerade gar nicht nehmen. Denn wir haben ihn ja mit angegriffen. Also kann ich hier gar nicht von Notwehr sprechen. So, na dann springen wir doch mal. Hallo, schön in die Luft. Einen Trank, weil ich den vorhin schon genommen habe. Warum habt ihr nichts? Was soll denn das? Warum habt ihr nichts? Ey, Mann, ich will euch ausbeuten. Vorsätzlicher Mord mit schwerem Diebstahl. Das ist bestimmt einige Jahre. Also dann gibt es ja noch Tod im Affekt, also Selbstverteidigung. Und das andere ist, also Tod im Affekt, Selbstverteidigung, aber der dann auf Totschlag hinauf. Also Mord ist eigentlich ein aus niederen Beweggründen. Also so steht es im Gesetzbuch fest drinne. Und Totschlag ist dann, wenn man jemanden ohne Absicht umbringt. Also meist, also nicht meist, manchmal so handeln im Affekt oder sowas. Das zählt dann meist so nur Totschlag. So handeln im Affekt ist sowieso immer so eine ganz schwierige Sache, weil meistens spielen da ganz viele Emotionen eine Rolle und da kann man das eigentlich gar nicht so richtig beurteilen. Und da finde ich, ist unser Rechtssystem eigentlich in manchen Sachen wirklich noch irgendwie gut. Weil ich meine, es gibt ja so einige Fälle, da kippen sie sich zu mit Alkohol und Drogen und dann werden sie